So, herzlich willkommen zurück zu einem meiner Lieblingsspiele, StarCraft 2. Wir waren jetzt auf Theros als Kerrigan und haben die Macht von Theros erlangt. Wir sind jetzt wieder Zerg. Meine Königin, ich wurde von Kilyssa kontaktiert, einer Brutmutter. Ach so. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathane. Kilyssa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Guck mal, als ob zum Planet gleich so sofort so überwältigt wird, meine oder? Meine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Okay, wenn schauen wir gleich wünschst, an. Kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Also wir sind jetzt ja zurück zum Zerg sein. Vorher waren wir ja Mensch, bevor wir halt in diesen Teich gegangen sind. Das war die vorletzte Mission. So. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, ich finde immer noch diese Schulter hier komisch. Der Schwarm kam von Zerus. Und nun gehört Zerus dem Schwarm. Mhm. Hast du gewusst, dass sich der Uralte gegen mich wenden würde? Deine Essenz. Er konnte ihr nicht widerstehen. Und du hast nicht versucht, mich zu warnen. Er war Zerg. Du bist Zerg. Einer stirbt und einer wird stärker. Das weißt du. Ich fange langsam an, dich zu verstehen, Dehaka. Das weißt du. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich uns einige deiner Brutmütter wieder anschließen. Ich frage mich, warum sie ihre Unabhängigkeit freiwillig aufgeben. Vielleicht wollen doch nicht alle von ihnen den Schwarm beherrschen. Und womöglich wissen sie auch, dass wir in großer Zahl sicherer sind. So, jetzt haben wir uns verändert. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Also, das Ding ist, wenn ich Sprungangriff mache, dann wird meine Angriffsreichweite um 3 verringert. Ich mache aber mehr Schaden. So, diese Psi-Verschiebung bringt nichts, wenn ich sozusagen ein Fernkämpfer bin. Dafür muss ich ein Nahkämpfer sein. Also ich muss auch die beiden zusammennehmen, weil sonst ist es behindert einfach. Also weil wenn ich Fernkämpfer bin, dann kann ich nicht so voll durch so eine Armee durchsliden, sondern ich werde sozusagen vor ihr stoppen. So, das ist halt Quatsch. Von da aus denke ich, dass ich mit den Urfähigkeiten weiterbleiben werde. So, dann gibt es jetzt hier böseartiger Kriecher und Zwinge, ey. Alter, ich habe die ganze Zeit nicht gegeben. Was ist denn los, Mann? So, jetzt gibt es hier Zwillingsdrohnen, die übertrieben gut sind. Pancho, was ist denn los? Man, was ist los? Die ganze Zeit. So. Hörst du schon wieder von der Nachbarin die Katze oder was? So, jetzt haben wir Zwillingsdrohnen. Das ist krass. Also zum einen kosten Drohnen ja nur noch die Hälfte vom Supply, weil es jetzt 2 sind, glaube ich. Auf jeden Fall kommt aus seinem Ei jetzt 2 raus. Und ich glaube, dass pro Ei auch nur ein Supply zählt. Ja genau, da steht auch, benötigen weniger Versorgung. Das heißt, dass ich, wenn ich zum Beispiel 60 Drohnen habe, wird es nur 30 Versorgung kosten, was unfassbar gut ist, ne? So, dann gibt es hier bösartigen Kriecher. Also sowieso ist das hier alles dazu gekommen, ne? So, bösartiger Krieger. Einheiten und Strukturen erhalten eine erhöhte Lebensregeneration um 30% und eine um 30% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit auf Kriecher. Außerdem sind die Kriechertumore schneller und gehen weiter, okay? Vespingas, das gab es bei Terranern auch irgendwie, dass man mehr Vespingas pro Ladung kriegt, vermutlich oder so. Hat mich aber nie gereizt. Also wenn, dann wäre es sowieso eins von den beiden. Automatisierte Extraktoren könnten wir auch schon machen, aber das mit den Overlords finde ich wirklich am besten. Also, das hier ist ja alles dazugekommen. Brauche ich nicht. Heilen ist gut. Diese wilde Mutation ist auch geil. Sie hat halt den Effekt, dass 10 Sekunden lang sozusagen Angriffsgeschwindigkeit total erhöht wird und auch Lebenspunkte. Und, jetzt habe ich hier WhatsApp bekommen, so, und das ist halt ganz nice, aber 10 Sekunden nur. Da finde ich das besser, wenn 150 geheilt wird, sozusagen, ja. Also bei ihnen, bei
Kerrigan 150 und in der Nähe 50 Punkte. Also ich mag diese Heilung mehr, ehrlich gesagt, weil das ist sozusagen was ich immer wieder machen kann. Diese wilde Mutation hat auch eine viel höhere Abklingszeit, plus sie kostet viel mehr und das kann ich immer wieder machen. Das habe ich auch in der letzten Mission die ganze Zeit gemacht. Also das ist ein guter Skill, ehrlich gesagt. So, und dann weiß ich ja jetzt, dass ich ich weiß, welche Mission ich jetzt machen werde und da werde ich gar keine Basis haben. Dementsprechend ist das Quatsch, aber ich glaube, ich werde einen Kriecher haben und dementsprechend mache ich das. So, also, dass ich den Kriecher weitermachen kann, weil jetzt werde ich halt Jim befreien und da brauche ich halt keinen Druck. So, Abatur, was hast du? Wir haben eine Evolutionsmission. Es gibt keine andere Kreatur wie dich im Schwarm. Woher stammt deine Essenz? Der Overmind erschuf mich aus vielen Spezies. Vereinigung einer Brut. Was hast du nach dem Tod des Overminds getan? Wanderte durch Tunnel von Char, ziellos, verwildert. Königin der Klingen fand mich, machte mich wieder zu Zerg. Du bist kein Zerg, wenn du nicht von jemandem kontrolliert wirst? Ohne Kontrolle bin ich minderwertig. Wild. So, das ist halt der Unterschied zwischen den Urzerg und den Zerg, ne? Hydraliskengattung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerg-Essenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. Also, das hier sind auf jeden Fall Lurker. Es gibt jetzt einen Lurker, den alten Lurker, der so schießt und er hier macht, glaube ich, so ein Ziel. Genau. Also der macht so einen Flächenschaden, der richtig geil ist. Gegen Zerglinge, gegen Zerg ist der übergeil. Und gegen Terraner so Bio-Sachen. Und der hier wird halt eher so auf einzelne Dinger gehen. Ich denke, dass ich aber auch hier höchstwahrscheinlich den Lurker nehme. Schleicher heißt der auf Deutsch. So, Abatu macht hier wieder Kreaturen. Hydralisken opfern Zähigkeit zugunsten starker Distanzangriffe, schützen sie mit Scham oder Zerknäher. Planet Marik 5. Schwarmcluster unter Beschuss. So. Jetzt ist die Frage, kriege ich erst diesen Fehler? Die Verseuchungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Woher weiß Kerrigan das? Essenz nahe. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Ja, das war früher die Tiefenkolonie, Essenz genau. Einsammeln. Hydralisken anpassen. Liga bezwingen. Früher gab es ja Tiefenkolonie, jetzt ist es anders. Jetzt, was haben wir jetzt? Stachelkrabbler. Da haut der Tentakel selber zu. Vorher war das so, dass es immer so in die Erde geht und dann, Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Fehlerkolonien vernichten. Warte mal. Auf der Flächenstand. Sieht aber nicht so aus, dass wir auf der Flächenstand waren. Nee, hier ist kein Flächenschaden. Aber früher war die Tiefenkolonie genau sowas. Zankenkolonie. Sequenz erhalten. Verwebe Pfähler-Essenz in Hydralisken-Metamorphose. So, jetzt haben wir hier Fehlermorphen. Hydralisken können nun zu Pfählern morphen. Und das sieht eindeutig so aus, als würden wir hier so auf so einen Highground gehen und darunter Pfähler, ne? Fehler kann eingegraben angreifen. Ja, ja. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Aber der macht schon viel Schaden auf jeden Fall. Aber der macht schon ordentlich Schaden. Ne? Gegen Gepanzer 45 ist eine ganze Menge. Und die Reichweite ist halt echt nicht schlecht hier, ja. Barrikade der Liga zerstört. Da muss man schon zugeben, dass das, die Reichweite schon nicht schlecht dieser ist. Dieser Raketenturm kann unsere Fehler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Reißt euch zusammen! Jawohl.
Aber ich muss sagen, diese mega Reichweite finde ich echt attraktiv. Guck mal, er kann sogar weiter schießen, als er sehen kann. Ja, das ist wie so ein Belagerungspanzer. Der kann auch weiter schießen, als er gucken kann. Basis der Prometheus-Kompanie übrig. Ah ja, es ist hier kein Detektor sogar, ne? Ja, das ist natürlich doof. Wenn du hier keinen Detektor hast, dann ist das scheiße. So, die Tor sind jetzt hier aber auch so ein bisschen la 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 la. Ah gut, er hat halt nur einen Schuss abgekriegt oder so, ne? Aber... Also das ist schon nicht schlecht, ehrlich gesagt, ja, muss man wirklich sagen. Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Aber ich bin schon so ein Fan vom Lurker total, ja. Der Lurker ist Planet Kaviar. Einst Brutkolonie für Dagobs Brut. Jetzt verwildert. So, guck mal, da sind die verwilderte Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Na, das war früher einfach Hydralistenbau und Upgrade davon, ja? Und jetzt muss ich halt den Hydralistenbau sozusagen beschützen. Jetzt seht ihr, wie krass gleich das gegen Zerklinge ist. Vergrabt euch schnell. Schleicher. So, guck mal hier. Und das ist ziemlich nice. Effektiv gegen leichte Einheiten. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Alles hier ist schon mies, ja. Ich meine, es sind jetzt auch viele Lurker, muss man auch fairerweise dazu sagen, ja. Die radieren natürlich alles sofort aus, aber. Ziel erreicht. Brutmutter Kilissa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Okay. Overlords unterwegs. Aber Schleicherbau war halt vorher immer halt Hydralistenbau. Ich spüre, dass die verwilderten Zerg in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidig den Schleicherbau. Ja, vielleicht hätte ich es jetzt auch auf die Rampe machen sollen. Okay, da kommt eine jetzt weitere gleich, ja. Welle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Also hier wäre vielleicht besser, weil es dann alles enger ist, ne? Aber ihr seht hier, ne? Es sind jetzt halt auch echt 7 Lurker und so. So, von wo kommt ihr jetzt? Aber Lurker sind schon echt Zerg gut, bezwungen. Ne? Brutmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Sequenzen für Hydralisken-Metamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsprobe zurück. Morph-Sequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, wenn, dann wäre ich locker an dem Weg. Also das hier ist zwar schon cool. Macht halt mehr Schaden gegen... Also das ist halt gegen große Einheiten gut, das ist eher so gegen viele Einheiten gut. Oh. Also wir werden jetzt... Also erst gegen Protoss kämpfen, dann gegen Terraner. Aber Lurker sind gut, Mann. Aber die gefallen mir auch gut, muss ich sagen, die Trailer, ja. Evolution abgeschlossen. Also beide sind gut hier. Das ist halt wieder so eine blöde Entscheidung, aber gut. Lurker werde ich auch nicht so viel bauen, denke ich, aber die sind halt Hydralisken-Upgrades und das ist schon ganz, ganz nice. So. So, dann reisen wir jetzt. Wie gesagt, ich meinte ja... Unsere Bruten auf Char wurden mit tausenden dieser Objekte beschossen. Ach. Brutmutter Kilissa hat dieses an uns weitergeleitet. Es ist keine Waffe. Das ist ein Zwei-Wege-Kommunikator. Die Königin der Klingen. Wie erwartet hast du wieder deine wahre Gestalt angenommen? Monster. Okay.
Wenn dir Jim überhaupt etwas bedeutet, tust du jetzt genau das, was ich dir sage. Ja, er lebt. Also halte deinen Schwarm fern von Korral und von mir. Oder er stirbt. Dieser Mann hat alles geopfert, um dir deine Menschlichkeit zurückzugeben. Und du hast sie weggeworfen. Wie sehr er dich wohl verabscheut. Er würde dich sicher am liebsten persönlich töten. Mann, Mengs, ne? Guck mal, das ist jetzt traurig. Ich kann Jim dort draußen nicht spüren. Wenn er am Leben ist, wird mich nichts in diesem Universum davon abhalten, ihn zu finden. Also, Liebe ist stark. Also, wir werden das dementsprechend in den Raum der Liga gehen. Okay, ich wenn du es befiehlst, bringen wir den Leviathan in das Gebiet der Liga und suchen das terranische Raumschiff Hyperion. Jawohl. Wünschst du ihre Hilfe dabei, den Terraner Jim Raynor zu finden? Ja. So, ich komme gleich nochmal darauf. So, also Liebe ist ja so eine Sache. Eine klitzekleine Kleinigkeit, okay, die mich daran aber stört, werde ich gleich mal zeigen. Brücke der Hyperion. Valerian, wir empfangen eine Art Signal. Warnung, psionische Wellenform entdeckt. Stärke übersteigt Skala. Kerrigan, was ist mit Ihnen geschehen? Wie? Wir haben keine Zeit. Hört gut zu. Jim ist am Leben und ich kann ihn nicht finden. Aber ihr schon. Hackt das Netzwerk der Liga und findet heraus, wo sie ihn festhalten. Wir können ihr nicht trauen. Valerian, wenn die Chance besteht, dass Jim noch lebt, gehe ich ihn suchen. Sich in das Netzwerk der Liga zu hacken, wird nicht einfach. Nur ein Mann kann das Netzwerk hacken. Colonel Orlan. Colonel Orlan. Und er wird gefangen gehalten von Mira Hahn. Die Söldnerin. Deine Frau. Ist sie nicht eine Freundin von Ihnen? Nicht ganz. Es ist kompliziert. Bringen wir es einfach hinter uns. Finde ihn, Matt. Das schulden wir ihm beide. So. Okay, also Matt ist natürlich ein sehr, sehr loyaler Typ und wir dachten ja alle, dass Jim tot ist, weil das halt in den Nachrichten auf UNN so gesendet wurde. So eine klitzekleine Sache, die mich stört sozusagen. Jim, ich kann kaum glauben, dass du am Leben bist. Ich rette dich. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Okay, jetzt sehen wir es leider nicht. Wenn die Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. So, nur hier ist halt keine Mumu mehr. Das heißt, Jimmy kann nicht mehr Liebe machen mit dir, ne? Hier, guck mal, da ist... Ne, ist anders jetzt. Wir haben das Territorium der Liga erreicht. Sollen wir weiter zur Forschungseinrichtung? Noch nicht. Ich muss vorher noch etwas erledigen. Okay. Wird es uns einen besonderen Vorteil verschaffen, meine Königin? Soll Abatur sich auf eine neue Essenz vorbereiten? Ruhe, Isha. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Es wird nicht gut ausgehen, aber es führt kein Weg daran vorbei. Mein Verständnis von Weitsicht muss unvollständig sein. Warum sagst du das? Weil ich den strategischen Vorteil dieses Ortes nicht erkennen kann. Es gibt keine Essenz zu absorbieren, keine Feinde zu bezwingen. Dennoch weiß ich, dass du über Weitsicht verfügst. Deine Taten haben stets einen tieferen Sinn. Meine Gründe dafür, hierher zu kommen, sind meine eigenen. Es ist ein gutes Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten, meine Königin. Dennoch werde ich versuchen, sie zu finden. Versuch es nur, Zagara. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies außerhalb deines Verständnisses liegt. Na, wir wissen nicht, ob es bei Zerken Mann und Frau gibt. Wobei so ein komischer Wurmmann, ja, Raga oder so, so ein Wurmtyp, der eigentlich wie ein Mann kam, hat auch Eier gelegt. Also, Warum bist du so davon besessen, Essenzen zu sammeln? Es bedeutet Überleben. Weil dich neue Essenz mit Macht erfüllt? Macht ist eine Falle,
Die Rudelführer sind ihr zum Opfer gefallen. Wenn es nicht Macht ist, was bringt die Essenz dann? Essenz ist Veränderung. Veränderung ist Überleben. Sammeln und Leben. Stillstehen und Sterben. Mhm. So, okay, haben wir. Können wir jetzt hier nochmal was im Weltraum sagen? Weltall etwas kälter als Kaldir. Aber Vakuum, kein Wärmeleiter. Keine Feuchtigkeit. Andere Gegebenheiten. Okay, gut. So, dann wollen wir mal loslegen. Um das am besten gesicherte Netzwerk der Liga zu hacken, benötigen wir den besten Dechiffrierexperten, den es gibt. Colonel Orlan. Leider wird er von Mira Hahn gefangen gehalten. Eine gemeine und verrückte Söldneranführerin. Und das Ding war halt, dass wir diesen Colonel Orlan schon auf Tarsonis gebraucht haben. Also, wir haben auf Tarsonis damals die Adjutanten gefunden. Und den sollte er dann halt entschlüsseln. Und dann hat er aber dieser Amira gesagt, dass sie uns hinhalten soll. Aber dann hat sie sich auf unsere Seite gestellt. Für den gleichen Preis sozusagen. Sie ist ja Söldnerin. Okay, dann geht's weiter nach dem Cut. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Teil.